Grinsen. Oh, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dienstag, 20. Warte. Dezember. Moment. Wie jeden Morgen gehen wir einmal eine schnelle Runde Pipi machen. Also die Hunde, nicht ich. Ich gehe nur mit. Da, 20. Dezember. Warte mal. An. als allererstes, ganz wichtig, alles Gute zum Geburtstag, Jan. Twitch Farming Jan hat heute Geburtstag. Ja gut, wenn ihr dieses Video seht, ist das schon wieder ein Tag her. Aber falls ihr noch gratulieren möchtet, könnt ihr das ja dann auch noch nachträglich tun. Ganz liebe Grüße an Jan. So, also wir sind jetzt, wie gesagt, hier Pipi machen. Wir haben wieder für uns ganz normales Wetter, 6 Grad plus, Regen, man kennt es, aus dem Winter zumindest. Im Sommer haben wir es ja vermisst, ne? Die 6 Grad vielleicht nicht, aber den Regen ganz extrem. Alles, was jetzt runterkommt, hilft uns besser als gar nichts, ne? Die Verteilung wird hoffentlich nächstes Jahr besser als in diesem Jahr, aber auch darauf... Teufel, auch darauf haben wir keinen Einfluss. So, irgendwie leuchtet das noch nicht so richtig aus, wie es soll. Ne? Ich habe das Scheißding irgendwie über meine Mützen. Ist nicht so das Gelbe vom Ei. Ich sehe was, ihr wahrscheinlich nicht. Deshalb knipse ich jetzt auch wieder aus und wir schnacken dann gleich weiter, wenn wir irgendwie mehr Licht haben. So, und du gehst jetzt mal kacken hier, komm. Mann. Junge, Junge, Junge. Kann man das... Ist blendet, ne? Also tut mir leid, sollte ich euch geblendet haben. Bis gleich. Tschüss. Ein Wunder. Alle drei Kinder verlassen den Hof. So, liebe Leute, bevor das jetzt hier stramm an Endspurt geht mit Kartoffeln packen. Muss gleich erst Kartoffeln packen. Noch kurz was auspacken. Und zwar haben wir hier von Friedestein was bekommen. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon beim Lukas oder beim Jan gesehen. ein Keks-Set hier zum Ausstechen. Ausstechform und dazu ein bisschen was zum, wie heißt das? Dekorieren. Ganz lieben Dank. Also wir werden bestimmt nochmal Kekse backen. Und dann gibt es hier Träger. Sehr geil. Jetzt aber Hackengas. So, Kartoffeln gepackt. Alter, da kann ich jetzt gar nicht überlachen. Mal ausschalten. Also die ganzen Tüten und Säcke, Kartoffelverpackung, alles an Verpackung ist ja wahnsinnig teuer geworden. Ne? Aber ganz ehrlich, wenn das schon teuer sein muss, da kann ich ja nichts gegen machen. Wir brauchen es ja. Aber dann noch bitte trotzdem die Qualität halten. Guckt euch das mal an, was hier für ein Loch in diesem, kann man das sehen? Was hier für ein Loch in diesem neuen Sack. Der ist von dem neuen Stapel, den wir da im Regal haben. Und das ist nicht der, wenn das einer ist, scheiß drauf. Wenn einer kaputt ist, kann immer mal sein. Von mir ist auch zwei. Aber nicht jeder dritte, vierte. Das nervt so derbe. So eine Scheiße, ey. Mann. So, einer ist eben daneben gegangen, der ist durch das Loch, das habe ich nicht gesehen, dass der ein Loch hat. Die habe ich mir in einen Eimer gesammelt, die essen wir heute Mittag oder morgen. Jetzt Kartoffeln nach vorne und dann Alarma. Packen. Scheiße. Michi, hier, gib mir nochmal ein Beanie schnell. Was sowas doofes, warum finde ich das jetzt wieder nicht? So eine Scheiße. Alles muss man selber machen, alles. Praktikanten kannst du vergessen. Mann, ey. Boah, da.
zack. Geschafft. Ich habe alles geschafft. Der letzte Karton kommt hier auf den Wagen. Und jetzt sind alle Pakete fertig. Die werden nachher abgeholt. Sind noch drei, glaube ich, drei oder vier offen. Da ist das Geld noch nicht da. Da kann ich jetzt nichts machen. Sobald das Geld da ist, packe ich die noch. Ob das dann noch pünktlich kommt, kann es alles nicht versprechen. Ich weiß es nicht. Aber wir sind bemüht. Wenn das Geld da ist, geht's raus. Und dann habe ich noch zwei Bestellungen offen, die im Stream gepackt werden wollen. Ich hatte euch ja gefragt, also lasse ich die jetzt auch zurück. Ich weiß immer noch nicht, wann ich das nächste Mal streame, aber machen wir dann im Stream. Ihr habt ja gesagt, das ist nicht eilig. Eine Bestellung, die im Stream gepackt werden wollte, die habe ich allerdings jetzt doch schon gemacht, weil da Kartoffeln bei sind. Und jetzt haben wir gerade Plusgrade und ich kann die rausschicken. Und wer weiß, wann der Stream ist und wer weiß, wie die Temperaturen dann sind. Und das ist irgendwie alles doof, ne? Deshalb, falls du das hier siehst, sei mir nicht böse. Aber die Kartoffeln sollten jetzt raus. Gut, geschafft. Ein Träumchen. Ich bin so froh. Ha, herrlich. Das Wasser läuft wieder. Sehr schön. Ja, nee, mach rein den Schlauch. Habe ich schon sauber gemacht. So, reinhalten, festhalten. Geht los. Ja. Wird schon dunkel. Liegt daran, dass es schon spät ist. Boah. Yo, ich bin immer noch zufrieden. Nur nicht mit der Situation, wie es hier aussieht. Darum kümmern wir uns morgen. Ich gucke morgen nochmal durch, ob noch Geld eingegangen ist von den Bestellungen, die mit Überweisung bezahlen wollen. Die Pakete mache ich dann morgen noch fertig. Ja, und dann machen wir hier klar Schiff. Und wenn dann noch Bestellungen kommen, machen wir die auch. Aber ansonsten, heißt es dann für uns mal ein bisschen durchatmen. Sehr schön. Ja, so, aber heute nicht mehr. Für heute reicht es. Vielen Dank für alle, die bestellt haben. Ich hoffe wirklich, dass das alles noch klappt, dass ihr es rechtzeitig bekommt, wie ihr euch das vorgestellt habt. Von uns aus ist, wie gesagt, alles raus. Liegt jetzt bei der Post. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ne? Also vielen Dank wieder fürs Reinseppen. Gerne wieder einen Daumen da lassen. Und dann sage ich mal, wir singen. Halt, irgendwas habe ich vergessen. Irgendwas wollte ich noch. Da. Boah, so eine Scheiße, wo hab ich denn das wieder hin?